Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir haben im letzten Part angefangen, hier so ein bisschen Fackeln zu verteilen, damit wir nicht die ganze Zeit irgendwelche ungewollten Besucher haben. Das sieht soweit erstmal gut aus. Und heute ist eigentlich an der Zeit, dass wir uns jetzt mal unsere erste Kuh sozusagen organisieren. Wo packen wir denn die Kühe denn mal rein? Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Kühe kommen in die Mitte, würde ich sagen. Hier kommen Kühe hin, hier kommen Schweine hin, hier kommen Schafe hin und da kommen Hühner hin, würde ich mal so behaupten. Also hier kommt die Kuh hin. Machen wir schon mal das Türchen auf. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, womit man eine Kuh lockt. Ich nehme jetzt mal an. Ich nehme jetzt mal an, dass es Weizen ist. Probieren wir es einfach mal. Irgendwas wird sich mit Weizen schon locken lassen. So, Moment, jetzt futtern wir eben noch ein Brot. Wie viel Platz? Ja, Inventar ist noch voll genug. Und nu holen wir uns Weizen. Ich hoffe, es ist Weizen. Na, wir werden es gleich sehen. Wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ich denke, es wird Weizen sein. Und damit versuchen wir uns jetzt die erste Kuh herzulocken. Bums, bums, bums. Bums. Okay, alle Türen müssen auf sein. Die Tür ist auf. Das wird lustig, eine Kuh hier hochzukriegen. Eieiei, über die Schneckendudel. Das wird ein Genuss. Das wird ein Genuss. So, okay. Die Tür ist auf. Jetzt müssen wir schauen. Bei der Katze hinten dürfen wir uns das wegholen. Wir müssen eben gucken, ob da schon was ist. Ich erinnere mich gar nicht so genau. Gucken wir mal. Vielleicht sehen wir aber unterwegs auch schon irgendwo eine Kuh. Also wenn ihr eine seht, laut schreien. Was ist hier denn los? Hier entsteht irgendwie ein Turm. Oh, das ist auch gut befestigt worden hier. Sieht vernünftig aus. Guck mal, da. Ah. Hier steht auch schon was. Hier entsteht eine Katze. Schritt 1. Fläche ebnen. Fortschritt 50%. Schritt 2. Schwebende Bäume fällen. Fortschritt 10%. Schritt 3. Undefined. Fortschritt 0%. Hier durften wir uns was wegnehmen. Und hier sehen wir auch. Hier ist alles, was man braucht. Also mit Weizen scheint es zu gehen. Oh ja, okay. Oh, scheiße. Okay, kann ich die auch an die Leine nehmen, so eine Kuh? Ich weiß es gar nicht. Also ich versuche jetzt mal eine Kuh mitzunehmen. Okay. So, folge mir, Kuh. Folge mir. Komm. Scheiße. Folgst du mir jetzt? Ja, sie scheint mir zu folgen. Komm mit. Komm mit. Komm mit. So ist es brav. Komm mit, Kuh. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe Weizen. Köstliches, köstliches Weizen. Ja, komm mit. Nicht umdrehen. Immer bei mir bleiben. Immer bei mir bleiben. Ah, folge mir. Oh. Immer brav mitgehen. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur auf eine kleine schwebende Insel, die du bald dein neues Zuhause schimpfen wirst. Ist das nicht schön? Komm mit. Komm, Kuh. Nein, nein, nicht umdrehen. Komm mit. Mhm. Immer weiter. Ich weiß, Treppen sind schwierig. Treppen sind schwierig. Du bist wie Claptrap. Der mag auch keine Treppen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, die ersten beiden Kühe kriegen wir hin. Dann paaren wir die heftig. Bis ja nichts mehr geht, ne? Und dann läuft das. Dann haben wir schon mal Kühe. Ja, guck mal, wie brav die mir folgt. Das ist ja irre. So. Foxy, hast du den Shader irgendwo drunter geschrieben? Unter jedes Video. Jede Videobeschreibung beinhaltet Texture Packs und Shader, die ich verwende. Müsst ihr nur gucken. Aber Videobeschreibungen werden in der Regel eh nicht gelesen. Also, das ist, wie es ist, ne? Das ist, wie es ist. Ja auch langweilig. Das ist wie Hausaufgaben machen. So, komm. Okay, hier lang. Jawohl. Oh, scheiße. Kuh, folge mir. Alter, wir sind gleich da. Ja, das machst du fein. Ich laufe halt die ganze Zeit noch rückwärts. Das ist voll gefährlich. Oh.
Warte, nee, wir müssen weiter geradeaus. Alles gut, ich habe mich ablenken lassen von meiner Tür. Ja, komm, 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 komm. Fein machst du das. So, eben erstmal Tür schließen. So, komm mit. Es geht jetzt die Schneckennudel rauf. Da musst du ein bisschen aufpassen. Das ist gefährlich, Kuh. Ich falle hier immer selber runter. Sie fällt gleich runter, ich sage euch das, und stirbt. Kannst von ausgehen. So, Achtung. Einfach, der Trick ist, komm. Der Trick ist direkt am Holz zu bleiben. Komm, Kuh, folge sie mir. Folgen sie mir. Komm, hier musst du lang. Jetzt musst du aufpassen, hier kann man gleich runterfallen. Los, weiter. Ja, weiter. Komm, hier musst du lang. Komm. Hier lang. Komm. Komm. Hier rum. Komm her. Nein, Kuh. Hier. Wieso kommt die nicht hier hoch? Du musst hier rum. Ist das die Decke? Macht die dich fertig? Mach eben den Weg weg. Okay, Kuh ist zu groß, tatsächlich. Komm. Hier bin ich. Komm. Folge mir, Kuh. Hier lang. Hier lang. Ja. Komm mit. Das ist Bertha. Komm, Bertha. Auf, komm. Gleich bist du in deinem neuen Zuhause. Komm mal hier. Noch ein bisschen. Komm. Ja, komm. Kleines Stück noch. Komm, Bertha. Ja. Komm mal hier. Komm her. Jawoll. So, hier, kriegst du was. Hast du fein gemacht, Bertha. Hast du fein gemacht. So, Bertha ist zu Hause angekommen. Die erste Kuh ist unser. So, dann machen wir uns direkt dran, eine zweite Kuh zu organisieren. Ich glaube, es reicht ein Zaun für normale Tiere. Ich bin mir nicht sicher. Wir können das zweizäunig machen. Sicher ist sicher, aber es sieht halt scheiße aus, ne? Ich glaube, ein Zaun reicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie machen das denn die anderen? RPTP Foxing. Wir gehen mal kurz gucken. Ich will mal eben kurz luschern bei Maddox. Der ist ja unser Tierexperte sozusagen. Der ist ja der Wahnsinnige, was Tiere angeht. Eben da einmal kurz gucken, wie er das mit den Zäunen macht. Ob ein Zaun reicht oder ob man doch lieber doppelstufig macht. Wenn man hier über Stein läuft, klingt das eins zu eins wie der Sound von Counter-Strike, wenn man läuft. Das ist doch der gleiche Soundfile. Ich bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher, dass das gleiche Soundfile ist. So, auf zum Maddox-Anwesen und da mal geluschert, wie das ausschaut. Hier, und so will ich den Weg machen, so wie hier. Das sieht einfach super aus. Diesen Leuchtdingern. Ich werde wahrscheinlich aber hier richtig Stein machen. So, da sind wir beim Panda. Moin. Ah, hier sind wir einstufig. Aber hin und wieder ist auch mal so ein Schwein dann draußen und so, ne? Also. Aber es scheint einstufig zu reichen. Okay, also eine Stufe scheint zu reichen. Gut, versuchen wir es erstmal so. Wir können ja immer noch nachbessern, wenn es nicht klappt. RPTP Fuchsturm. Zack. Dann versuchen wir jetzt mal die zweite Kuh. Hoppala. Zu transportieren. Okay, au. Das bleibt erstmal so, während wir die Tiere transportieren, weil offensichtlich kommen die hier nicht durch. Aber das ist ja das Gute. Wenn wir dann das wieder dicht machen, kommen die auch nicht wieder weg, ne? So eine Kuh kann nicht fliehen. Von der schwebenden Insel gibt es kein Entkommen, weil alles voll mit Glas ist. Insofern können wir da ganz entspannt bleiben. So, also eine zweite kriegen wir wohl noch hin. Das schaffen wir heute noch. Richtig witzig. Das hat echt wunderbar geklappt jetzt. Also brauchst du gar keinen, keine Leine oder so. Die kannst du so mit Essen einfach locken. Ist halt ein weiter beschwerlicher Weg, aber Grüße gehen raus und vielen lieben Dank, dass das so nett vorbereitet worden ist. Au, scheiße. Das hat ein bisschen wehgetan in die Beine, aber alles gut. So. Noch eine Kuh. Noch ein paar Schafe. Hallo. Hallo. So. Bitte nur eine Kuh. Los. Eine Kuh muss ich hier rausschieben. Eine einzige. Los, komm schon. Eine Kuh muss ich hier rausschieben.
Ja, du schaffst das. Los, ist fein. Ups. Hast du jetzt noch Hunger? Ja, komm mal mit. Du siehst auch süß aus. So. Folg mir mal. Hier geht's lang. Genau. Hier die Treppe hoch. So ist es fein. Folge mir. Die sind ein bisschen aufgeweckter als die andere, habe ich das Gefühl. Ja. Da machst du toll. Machst du das. Komm mit. Kommen Sie mit. So, Achtung, Treppe wieder hoch. Treppen sind gefährlich, ich weiß. Komm, das schaffst du. So, komm, 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 komm. Ja, noch weiter, weiter, weiter. Hier bin ich. Hier bin ich, folge mir. Brav folgen. Nicht stehen bleiben. Brav folgen. Oh, hier ist gefährlich, hier kann man runterfallen. Oh, alles gut, alles gut. So, nein, nein, schön hier bleiben. Komm. Nur noch die Treppe hoch. Nur noch die Treppe hoch, genau. So ist es fein. Brav die Treppe hoch. So, vorsichtig, hier könntest du runterfallen. Das wollen wir natürlich nicht. Also der Aufstieg zu mir ist auch echt ein bisschen gefährlich. Das muss man schon zugeben. Oh, warte, hier lang. Komm. Oh, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Wir sind noch nicht durch. Bist fast in deinem neuen Zuhause. Ist nicht mehr weit. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, komm. Komm. Hier rein. Los. Ja, genau. So, folge mir. Komm mal hier. Nein, nein, hier. Wo rennst du hin? Hier ist Essen. Guck mal, hier ist lecker Essen. Komm mit. Ja, komm. So ist das gut. Und die Schneckennudel drauf. Komm. Stufe für Stufe. Immer höher, immer höher. Ja, komm. Noch ein bisschen. Ja, da wird schon schwer geatmet. Komm. So ist fein. Komm, 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 komm. Ja, jetzt sind wir gleich da. Komm. Ist nicht mehr weit. Eben noch auf meine Insel drauf. Komm her. Komm. Ja, guck mal. Ups. Stock ist ein schlechtes Item. Folge mir. Komm mit. Komm. Komm her, guck mal, ich hab hier Essen. Bist aber auch, ne? Sie hat gar keinen Bock. So, nö. Hey, hier müsst ihr rein. Nee, rein müsst ihr. Komm mit. Müsst beide hier rein. Komm. Ah. Ich mach das, glaube ich, anders. Komm mal beide her. Ja, so ist es fein. Beide hierher, genau. So ist einfacher. Okay, und jetzt wird sich gepaart. Los. Ich möchte kuschelige Kuhzeit erleben. Oh Gott, ist das süß. Hallo. Hallo. Schnuffig. So, unsere erste kleine Babykuh. Jetzt läuft's. Okay. Kuhproduktion geht los. Geht los. Müssen wir mal schauen, wo wir das machen. Ich glaube, wir machen das doch zwei... Wir machen das doch zweistufig, komm. Das sieht, glaube ich, cooler aus. Ist auf jeden Fall sicherer. Dann fliegen die nicht weg. Nicht wahr? Meine Schnuggis. Ubala. So. Aber der Eingang, den lasse ich einstufig. Das sieht sonst doof aus. Ich habe keinen Bock, immer zwei so eine Tore aufzumachen. Das nervt. Habe ich noch Zaun? Ich habe noch Zaun. Zack. Zack, 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 zack. Okay. Von
Vor allem, hoppala, für die Hühner werden wir es auch brauchen. Das wird sonst nicht funktionieren mit Hühnern. Das sage ich euch jetzt schon. Da muss ein bisschen Abstand rein. So. Hier drin machen wir auch eine zweite Ebene. Hier müssen schon noch Tore drinne bleiben. Also hier muss auf jeden Fall noch ein Tor rein. Habe ich noch Tore? Eins noch, okay. So. Soweit, so gut. Hier machen wir auch noch eben fertig. Und dann gehen wir gleich mal zurück zum Kuhgehege, wo wir uns von der Katze so liebevoll ein paar Kühe geliehen haben und sorgen natürlich für Nachschub. So. So, nur kurz gucken. Hier muss dann gleich noch ein Tor rein. Da müssen wir aber erst noch neue Tore machen. Wir wollen ja schon auch innen drin halt immer schön von einem ins andere Gehege kommen können. Ohne da nervig rumzueiern. Na, ihr Süßen. Schon neugierig geguckt, was das Härchen hier macht. Ja, ich sorge dafür, dass ihr sicher seid und euch nicht irgendwelche bösen, fiesen Monster umbringen können. Das wollen wir ja nicht, ne? So, guck mal hier. Machen wir da noch ein bisschen Fackel drauf. Wird es gehen? Uff, jo, das löppt. Hier eine. Hier eine. Ups. Und hier eine. Hier. Und hier. Ups. Das hat fast gut funktioniert. Gib mal her. So Use-Items irgendwie in der Hand haben, während man irgendwas öffnen will, ist einfach scheiße. Muss weiter nach unten gucken. So. Und hier noch. Und hier noch. Bom. Oh. Okay. So. So. Ja, sieht besonders aus, würde ich mal sagen. Da kann man noch ein bisschen. Da können wir noch optimieren, muss man sagen. Ja, das ist jetzt noch nicht das Schönste von der Welt, aber da geht noch was. So, wir holen eben ein bisschen Weizen. Und das müssen wir jetzt eben noch schnell schaffen. Warte, wir müssen eben noch eine Babykuh. Mindestens eine Babykuh, besser zwei Babykühe. Ah, oh, scheiße. Okay. RPTP Fuchsturm. Ich möchte wenigstens noch zwei Babykühe zurücklassen, sonst fühle ich mich schlecht. Ist zwar da für mich platziert worden, dass ich mir das wegnehmen darf, aber trotzdem. Wir wollen ja höflich sein, ne? So. Gib mir ein bisschen Weizen. Dankeschön. Ups. Das nehme ich auch wieder mit, danke. Okay. So, wir sind nämlich leider auch schon wieder bei der letzten Folge für diese Aufnahmesession. Deswegen gleich nochmal wieder ein paar, Disclaimer sag ich schon, ein paar Erinnerungen. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir dieses Texture Pack erstmal behalten sollen oder ob ihr wieder zurück zu dem eher Vanilla-likigen wollt. Dann nochmal die Erinnerung, wenn ihr möchtet, dass ich bei der nächsten Servertour bei euch vorbeischaue, haut mir ein Claim in die Kommentare oder auf Discord. Und denkt dran, wer Bock hat, irgendeinen Fuchs von mir zu benamsen, haut mir Namensvorschläge in die Kommentare und mit Glück wird einer der nächsten Füchse dann den Namen, den ihr euch ausgedacht habt, tragen. Gut, das nur eben so nochmal zum Abschluss. Jetzt machen wir uns noch eben schnell absolute Kühe und machen dann noch zwei neue Babykühe. Und dann können wir nächstes Mal nämlich anfangen, hier schon Schafe mitzunehmen. So, hallo. Macht mal eine Babykuh. Zack, siehst du, jetzt müssen wir noch eine weitere Babykuh machen. Mögt ihr auch Weizen? Ja, offensichtlich sind auch Schafe Freunde von Weizen. Dann wissen wir ja Bescheid, wie es nächstes Mal geht. Also sieht schon so ein bisschen beeindruckend von unten aus, ne? Wenn man so da gen oben guckt, zu diesen zwei riesigen Inseln. Das haben wir da nur erschaffen. Ja, Hahn ist gut. So, meine Lieben, ihr hört den Hahnkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst mir eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.